hallo Freunde, neue Folge vom Kühnes Kochkanal. Aufgrund der Hitzewelle verzichten wir mal heute auf das obligatorische schwarze T-Shirt. Ist ein bisschen warm, hab mir auch hier drin ein schattiges Plätzchen gesucht. Wir machen heute eine Pita. Das heißt, die kennt ja eigentlich jeder, gefüllt mit Gyros etc. Wir haben da unser eigenes Rezept. Schaut es euch an. Viel Spaß! Hier nun unsere Zutaten für die Pita-Brote. Wir brauchen Weizenmehl, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Teelöffel Salz, einen halben Würfel Hefe, 2 Teelöffel Zucker und 370 ml lauwarmes Wasser. Aus den Zutaten wird nun ein Hefeteig vorbereitet. Das Wasser habe ich nun mit 2 Esslöffeln Olivenöl, 2 Teelöffeln Zucker und der Hefe vorbereitet. Das Ganze werde ich noch durchmischen. Und dann wird das Ganze zum Mehl und zum Salz gegeben und ja, ein ganz normaler Hefeteig geknetet. 560 Gramm Mehl sind nur in meiner Rührschüssel. 2 Teelöffel Salz, die habe ich am Rand reingestreut. Und nun kommt unsere gemixte Wasser, Hefe, Zuckermischung mit dazu. Unser Teig ist fertig. Ich habe ihm noch ein wenig Mehl dazu gegeben und nochmal mit der Hand bearbeitet. Jetzt klebt er nicht mehr und nun darf er eine Stunde unter einem Geschirrtuch ruhen. So, und jetzt kommen die Zutaten für unsere Füllung der Pita-Taschen. Wir haben hier Nackensteaks, die werde ich gleich auf den Grill zubereiten. Gewürzt werden die nur mit Salz. Und für die Füllung brauchen wir dann noch eine Schalotte, diverse Kräuter, das sind Petersilie, Oregano und Basilikumblätter. Genau. So, dann haben wir noch mal gehackte Tomaten, Rucola, Olivenöl, Rotweinessig und noch eine Chimichurri-Gewürzmischung. Ja, ich gehe jetzt an den Grill, mache die Nackensticks fertig und dann sehen wir uns wieder. Ja, hier haben wir unsere kleinen gehackten Kräuter. Jetzt kommt dazu noch ein Teelöffel von unserer Chimichurri Gewürzmischung. Meinst du, einer reicht? Einer reicht hin. Okay. Da ist übrigens die Zwiebel war auch schon bei. Dann würde ich jetzt noch, ne, 1, 2. Nicht so viel von dem Essig, 3 reichen hin. 3 gute Essig. Öl kommt noch dazu. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5 da noch. Und mal gucken, wenn ich jetzt durchrühre, wie das aussieht. Ich denke, das reicht an Flüssigkeit. Sonst wären die Brote noch hemmlich. Meinst du? Ja. Wenn du das nicht magst, brauchst du das nicht reinnehmen. Na, nur Brot ist ja auch ein bisschen langweilig. Ne? Aber das sieht doch schon gut aus. So, ich würde jetzt mal kurz abschmecken. Mach das. Also du mit einem Teelöffel von der Schärfe her, ja. Aber ich brauche Salz. Leute, da muss noch Salz rein. Gehört, da muss noch Salz rein. Ich habe 9 Teelöffel. Wir essen nur alleine, aber trotzdem. Und wir haben eine Spülmaschine.
noch zweiter Teelöffel zu probieren. Ja, gut. Jo, das lassen wir jetzt ein bisschen ziehen. Mhm. Ich gehe jetzt an den Grill und mache die Steaks erstmal fertig. Unser Teig für die Pita-Brote ist nun eine Stunde gegangen. Ich habe ihn jetzt auf einer bemehlten Fläche und werde 6 Teilstücke davon machen, die zu Kugeln formen und dann nochmal 10 Minuten ruhen lassen. Unsere Teigrohlinge decke ich nun nochmal mit einem Handtuch zu. Der Pizzastein ist aufgeheizt, ja? Der Pizzastein ist aufgeheizt. Dann kommen unsere geformten Fladen. Ich mache erstmal 3 drauf, weil mehr passt nicht. Auf den Grill. So. Ja, der ist auf 250 Grad eingeriegelt. Deckel geht jetzt zu. Meinst du, Viertelstunde? Ja, ungefähr. Den Pizzastein haben wir übrigens auf eine umgedrehte Auffangschale gelegt. Kann man das sehen? Kann man sehen. Aber ich verstehe immer noch nicht den Zweck. Damit die Hitze nicht so dolle reinkommt. Ach so. Jetzt kommt der Deckel zu. Alles klar, wir melden uns dann gleich wieder. Ja, unsere Pita war jetzt gute 20 Minuten auf dem Grill. Wir nehmen sie jetzt runter, lassen sie ganz kurz abkühlen und dann wird gefüllt. Und nun geht es ans Füllen unserer Pita-Brote. Bei den gekauften hat man immer eine Sollbruchstelle, wo man abklappen kann und dann, ich schneide jetzt einfach mal. So, und jetzt bin ich gespannt, ob die von innen richtig schön hohl sind. Natürlich nicht. Dann schnippeln wir jetzt eine Tasche rein. Siehst du was? Nee, wenn du so schnell bist, dann. Aber jetzt sehe ich wieder was. Fein für dich. So. So, jetzt füllen wir das Ganze mit ein bisschen Rucola. Tomaten. So. Unser Fleisch hatte ich schon vorher mit der, wie heißt die Soße? Chimichurri. Genau, damit habe ich es beträufelt. So. Ein bisschen Tomate. Ein paar Blätter Rucola. So kann die Pizzatasche, nicht Pizza, Pita-Tasche aussehen. Ja, ich denke, das reicht jetzt auch. Okay. Das ist gut gefüllt. Genau. Hier nochmal ein kurzer Blick. Ja, wir wünschen viel Spaß beim Nachmachen. Genau. Und jetzt natürlich guten Appetit. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, leckere Pita-Brote. Wenn ihr die nächste Party habt, bereitet unbedingt einige davon vor. Kauft sie nicht aus dem Supermarkt. Die selbstgemachten sind wirklich besser. Ich fasse mich jetzt kurz, weil am Grill ist es ja noch heißer. Ja, hat es euch gefallen? Lasst Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts. Anne und ich würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Kühnes Kochkanal. Bis dahin habt noch einen schönen Sonntag und legt euch in Schatten. Tschüss!